Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir versuchen hier eigentlich das ganze Wochenende mit Code die Welt zu verbessern. Mit Code die Welt verbessern, was heißt das eigentlich? Naja, man kann jetzt sagen, Welt besser machen. Okay, Welt besser machen ist vielleicht ein bisschen großer Begriff. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was heißt denn konkret Welt besser machen und vor allem, wie kann man das machen? Wir reden hier ganz viel von freier Software. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ein anderer wichtiger Punkt sind eben offene Daten. Offene Daten, was ist das eigentlich? Auch bekannt als Open Data. Open Data kann vieles sein. Open Data kann ein eingescanntes PDF-Dokument sein. Open Data kann das hier sein. Das sind jetzt die Naturschutzgebiete in Wuppertal. Es ist alles offen. Ist ein maschinenlesbares Format. Also genau das, was wir schon gestern bei der Präsentation gehört haben. Richtig toll. Naja, oder vielleicht irgendwie doch nicht. Das Problem daran ist nämlich eigentlich, dass wir ja mit diesen Daten gar nicht so viel machen können. Damit Daten wirklich zugänglich werden, damit wir wirklich Transparenz bekommen, reicht es nicht, eine lange Liste zu haben. Es ist schon ganz nett, wie die dann wirklich irgendwie lesbar sind, aber eigentlich wollen wir ja irgendwie sowas haben. Wir wollen irgendwie sehen können, was in den Daten drin steckt. Das hier zum Beispiel, das ist von San Francisco. Und die hatten mal das Problem, dass ihre Abflüsse quasi in den Straßen immer verstopfen. Und dann dachten die sich so, hey, wir machen mal eine Karte, wo wir eben genau die Punkte zeigen können, die problematisch sind. Dann können Menschen hingehen, können sagen, ich adoptiere quasi diesen Straßenabfluss und reinige den und kümmere mich darum. Und so entstand eben das Projekt Adopt a Drain in San Francisco. Und das ist so eine Sache, die kann man mit offenen Daten tun. Was hat es mit offenen Daten zu tun? Naja, man muss eben die Daten erstmal haben. Man muss wissen, wo sind denn diese Abflüsse? Man muss die irgendwie auf einer Karte verorten können. Und dann muss man natürlich auch noch den Zustand kennen. Das ist also eine Sache, die man mit offenen Daten machen kann, genauso wie das hier. Vielleicht kennen das ein paar von euch. Das ist das Projekt wheelmap.org. Und da werden eben Wege eingezeichnet oder Einrichtungen, die total gut für RollstuhlfahrerInnen sind. Aber eben auch für andere Menschen, die vielleicht mit einem Kinderwagen unterwegs sind oder so. Auch das, offene Daten. Man muss wissen, wo sind denn die Wege? Man muss wissen, was sind denn da für Gegebenheiten? Wo sind denn welche Einrichtungen? Und außerdem, wir reden hier total viel über Umwelt. Mit Code die Umwelt verbessern ist das Jahresmotto. Das geht eigentlich ganz leicht, indem man nämlich sagt, hey, Wasser in Plastikflaschen ist schön, Wasser ohne Plastikflaschen ist noch schöner und Wasser direkt aus dem Leitungshahn ist doch auch eine ganz nette Sache. Wie gut ist eigentlich das Wasser? Das haben sich Menschen von dem Projekt Code for Germany auch mal überlegt und haben sich einfach mal diese langen Tabellen, die es so im Internet zu finden gibt, mit den ganzen Nährstoffen, was steckt da drin? Wie gut ist eigentlich mein Wasser, was hier aus der Leitung kommt? Das haben sie mal schön gemacht. Das hier ist jetzt das Projekt, ich glaube, das ist in Heilbronn entstanden. Das ist jetzt die Version aus Leipzig für Mitteldeutschland, also das Versorgungsgebiet der Mideva, gibt es aber auch noch für andere Regionen, zum Beispiel für Berlin. Und da kann man eben ganz genau sehen, hier auf dieser Flasche dann drauf, wie ist denn der Nährstoffgehalt in meinem Leitungswasser so? Naja, und dann manchmal, ganz simpel, ich hoffe, ihr hattet noch nicht allzu viel damit zu tun, aber manchmal, da muss man auch richtig dämliche Dinge erledigen. Zum Beispiel Papierkram, dann geht man zu irgend so einem Amt und dann sitzen da Menschen, machen vielleicht gerade Kaffeepause oder auch nicht, oder es sind einfach noch 50 oder 50.000 oder 500.000 andere Menschen da. Und vielleicht ist es irgendwie ganz praktisch zu wissen, wann ist denn die beste Zeit, um zu meinem Bürgeramt zu gehen? Das hier ist ein Projekt von Thomas Tursix, der kommt aus Berlin, macht da total viele Sachen mit offenen Daten. Und das ist eben eine davon, nämlich in Moers. Moers ist eine kleine Stadt in NRW, die total viele offene Datensätze hat. Und dann kann man eben sowas daraus machen. Dann kann man sich genau anzeigen lassen, wie viele Menschen warten gerade, wie lang ist so die durchschnittliche Wartezeit, wann sollte ich am klügsten hingehen. Wir brauchen also Daten. Und damit meine ich jetzt ganz spezifisch solche Daten. Also Daten, die sich auf Umwelt beziehen, Öffnungszeiten, dann Haustiere. Wie ist es eigentlich so mit Recht? Was sind unsere ganzen Gesetze? Dass man das irgendwie alles mal öffentlich hat und das nennen wir dann offene Daten. Natürlich gibt es auch für offene Daten eine offene Definition und die sieht so aus. Offene Daten sind Daten, die von jedermann frei benutzt, weiterverwendet und geteilt werden können. Die einzige Einschränkung betrifft die Verpflichtung zur Nennung des Urhebers.
Das steht, wie gesagt, ist auch an sich offen im opendatahandbook.org drin. Da stehen auch noch ganz viele andere Sachen. Wer sich also dafür interessiert, da gerne mal reinschauen. Und jetzt stehen da auch wieder so ein paar Sachen drin. Wow, von jedermann frei benutzt, weiterverwendet und geteilt. Das kann viel sein. Ich habe gerade schon gesagt, offene Daten kann schon sein, wenn ich irgendwo ein PDF rumliegen habe mit einer eingescannten Karte der Stadt und die sagt, das ist frei zur Verfügung. Das heißt, Schritt Nummer eins ist, irgendwas im Internet. Mega. Wenn jetzt die Stadt dann auch noch drunter schreibt, liebe Menschen, die ihr dieses PDF findet, was so krass eingescannt wurde, ihr dürft es weiterverwenden. Dann kann man schon von irgendwas mit offener Lizenz sprechen. Noch besser wäre es natürlich, wenn die ganzen Straßendaten und Geokoordinaten einfach schön in der Tabelle sind. Zum Beispiel in der Excel-Tabelle. Dann kann man das schon mal strukturieren, dann kann man es auslesen, dann passt das schon mal ganz gut. Dazu brauche ich aber Excel. Klar, geht auch mit anderen Programmen, aber eigentlich ist so ein offenes Format, wie zum Beispiel das CSV-Format für Comma Separated Values, dass ich einfach nur einen ganz großen Textblock habe, der mit Kommas getrennt ist und die kann ich dann mit allem öffnen. Ob das jetzt Excel ist oder ob das Python ist oder irgendeine andere Programmiersprache, ich kann diese Daten da rausziehen. Und dann gibt es noch solche Sachen, ich glaube, das zeigen die Smileys hier, die übrigens auch von Thomas Tosis kommen aus Berlin. Ich fand die Folie nur so toll und dann habe ich gesagt, hey, darf ich die auch nehmen? Durfte ich. Und da stehen dann noch solche Sachen drin wie eindeutige URLs für Datensätze, RDF, LOD, Querverlinkung mit Kontext. Davon sprechen wir schon gar nicht, weil die meisten überhaupt gar nicht wissen, dass überhaupt schon mal CSV ein ganz gutes Format wäre. So offene Daten, die müssen halt auch so bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel sollten sie vollständig sein. Also ich will nicht nur einen Auszug, ich will alles. Ich will die außerdem im Original. Ich will die jetzt, ich brauche nicht den Haushalt der Stadt von vor 5 Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich jetzt auch noch viel mitmachen. Die müssen zugänglich sein, maschinenlesbar. Wie gesagt, ist ganz schick, wenn das mein Rechner ausrechnen kann und nicht ich alles abtippen muss mit dem Taschenrechner. Diskriminierungsfrei, offen standardisiert. Freie Lizenz, dauerhaft und kostenfrei. Also das ist eigentlich das nochmal in Worten, was ich gerade schon gesagt habe. Und ganz wichtig halt, dass das einfach jeder mitmachen kann und nicht nur für irgendeine exklusive Gruppe. Vielleicht nochmal, um das klar zu machen. Natürlich gibt es auch Daten, die sind keine offenen Daten. Und da will ich nicht und da wollen auch andere nicht, dass das offene Daten sein sollten. Zum Beispiel personenbezogene Daten. Bisschen anders sieht es aus mit den urheberrechtlich geschützten Daten. Das ist immer wieder so ein Streitfall. Ein ganz besonders schöner Streitfall ist dieser hier. Wer von euch kennt denn das Glyphosat-Gutachten? Ja, das ist schon eine ganze Menge. Und zwar war das, ist das ein Gutachten, dass da die Plattform fragtdenstaat.de, das ist eine Plattform, da können wir alle hingehen und entweder nach spannenden Datensätzen suchen, weil da welche veröffentlicht sind, oder noch spannender, wenn wir selber Anliegen haben, dann können wir daher hingehen und sagen, hey, bitte gib mir doch dieses Gutachten. Das wurde ja im Auftrag der Regierung erstellt und damit auch irgendwie mit unseren öffentlichen Geldern bezahlt. Wir wollen es auch haben. So, dann sagt halt nur die zuständige Stelle, nee, ihr kriegt es, aber ihr dürft es nicht veröffentlichen. Zu Frag den Staat. Das hier ist das Logo von Frag den Staat. Dann sagt Frag den Staat, das finden wir jetzt gar nicht mal so mega witzig, dass wir das nicht weitergeben dürfen. Na gut. Wir halten uns aber dran. Was wir aber machen ist, wir machen einfach einen Button, wo man draufklicken kann und noch so ein paar Textfelder ausfüllen muss. Und dann kann jeder, der möchte, dieses Gutachten auch anfragen. Weil anfragen darf man es ja. So, dann haben sie einen Brief geschrieben und noch einen Brief geschrieben und noch einen Brief geschrieben, weil sie natürlich diese Plattform hatten. Auf die haben dann auch irgendwie, ich glaube, mehr als 30.000 Menschen tatsächlich dieses Gutachten angefragt. Dann wurde eine Plattform entwickelt, wo man dann sein eigenes Passwort bekommen hat, dass man das runterladen konnte. Also ziemlich komplizierte Geschichte und am Ende kam raus nach einem Gerichtsurteil, ach nee, man hätte es doch veröffentlichen dürfen und sogar müssen, weil Frag den Staat ja angefragt hatte. Das heißt, ja,
viele versuchen mit dem Argument zu kommen, das ist doch urheberrechtlich geschützt, das musste jemand irgendwie machen und hat da Arbeit reingesteckt und Schöpfungshöhe. Und dann sind halt aber so, dem gegenüber steht das öffentliche Interesse. Da steht drin, ey, Glyphosat, vielleicht gar nicht mal so toll. Und es wurde von öffentlichen Geldern bezahlt und deswegen sagen wir, her mit den offenen Daten. Cool, wo gibt's offene Daten? Wenn ihr es ein bisschen zugehört habt, habe ich auch schon gesagt, ganz klar, im Internet. Da gibt es ganz viele offene Daten, die sind aber auch ein bisschen strukturierter vorhanden. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt irgendwo da rummarschieren, sondern könnt auf Portale gehen. Open Data Portale gibt es zum Beispiel unter govdata.de. Da gibt es so eine kleine Suchleiste, da kann man nach Daten in Deutschland suchen. Naja, ein bisschen verarscht, da kann man nicht nach Daten in Deutschland suchen, sondern vor allem in bestimmten Bereichen. Daten stehen nämlich nicht überall zur Verfügung, Open-Data-Portale gibt es nicht überall, gibt in unterschiedlichen Bundesländern was. Hier sieht es wohl ganz gut aus, immerhin ist hier die Region rund um Heidelberg grün. Das Ganze hängt übrigens zusammen mit der Informationsfreiheit. Informationsfreiheit heißt, dass wir als Bürger und Bürgerinnen eines Landes zu öffentlichen Stellen gehen können und sagen können, hey, gebt uns doch bitte mal Informationen. Die gibt es in unterschiedlichen Abstufungen, nämlich einmal, dass es überhaupt nicht gesetzlich geregelt ist. Das ist zum Beispiel der Fall in Bayern, Niedersachsen und Sachsen. Dann gibt es ein Informationsfreiheitsgesetz. In den meisten Bundesländern müssen die Informationen nämlich auf Antrag herausgegeben werden. Darunter eben auch Baden-Württemberg. So, und dann gibt es noch, das ist so die Nonplusultra-Stufe, das Transparenzgesetz. Das heißt, dass die Behörden nicht nur auf Anfragedaten rausgehen, sondern tatsächlich zentrale Daten eigenständig veröffentlichen. Zum Beispiel in Bremen, in Hamburg und in Rheinland-Pfalz ist das so. Um das nochmal grafisch zu haben, das hier ist eine Folie, die hat mal Arne Semsrott gemacht für Frag den Staat. Ich finde die super schön, deswegen habe ich sie einfach mal hier auch draufgepackt. Man sieht hier, Baden-Württemberg ist grün. Man hat ein paar rote Bundesländer und um mal das so ein bisschen einordnen zu können, was heißt es denn, kein Informationsfreiheitsgesetz zu haben. Naja, das heißt ungefähr das, das ist nämlich auch dann ein paar Folien später von Arne Semsrott wieder gemacht hier. Europa ist damit mit, also Deutschland, viele deutsche Bundesländer sind damit mit Abstand am schlechtesten in ganz Europa. Trotzdem gibt es ja ein paar Daten. Ich habe gerade schon angerissen, es gibt natürlich Daten bei fragdenstaat.de, es gibt offene Kartendaten bei dem Projekt OpenStreetMap, wo eben Bürgerinnen und Bürger Daten eintragen können und deswegen auch Daten wieder extrahieren können. Dann gibt es das Projekt, so ein Schwesterprojekt von Wikipedia, nämlich wikidata.org. Da findet man auf jeden Fall viele Daten, die aber ebenfalls so von Menschen dort eingetragen werden, wie eben Wikipedia auch funktioniert. Dann gibt es die Deutsche Bahn, die Daten zur Verfügung stellt. Es gibt außerdem das ganz neue Projekt, deswegen funktioniert es, wenn man sich damit auskennt, das heißt Datenguide. Und die haben sich überlegt, ich weiß nicht, Statistisches Landesamt, schon mal irgendjemand gehört? Da kann man sich Daten runterladen, aber super kompliziert und nach 5 Sekunden heißt es auch, Ihr Vorgang ist abgelaufen, bla bla, dann kommst du nicht mehr ran. Und Datenguide möchte das automatisch abfragbar machen. Ist gerade in der Entwicklung, aber mal total spannend da reinzuschauen. Die NASA hat offene Daten, nämlich einfach bei data.nasa.gov. Und natürlich eben auch einzelne Portale aus den einzelnen Städten. Das gerade war Frankfurt, wo man wirklich so eine eigene Übersicht hat. Und jetzt liegt es natürlich an euch, dass ihr eben die Open Data Könige und Königinnen werdet, indem ihr einfach diese Daten mal raussucht, guckt, was passt zu euren Projekten, womit könnt ihr wirklich was besser machen. Ihr habt es ja gesehen am Anfang, irgendwelche Karten bringen schon mega viel. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hat noch jemand Fragen? Ich sehe schon, eine Frage. Was ist so der lustigste Datensatz, den du je in die Finger bekommen hast, wo du gedacht der hast, der lustigste oh mein Datensatz? Gott. Schwer zu sagen. Ich überlege gerade. Also ich finde es immer wieder, ich finde es spannend, von was alles Daten erhoben werden. Ich finde so eine total spannende Anfrage, die ich eigentlich immer wieder habe, wo ich mich so frage, okay, was macht das irgendwie besser?
Das ist was, so ich glaube auch so eines der Lieblingsprojekte von Thomas Tursigs aus Berlin, dass er immer wieder die Vornamen und die Häufigkeit der vergebenen Vornamen anfragt und daraus dann spannende Sachen macht, wo ich mir denke so, okay, was soll ich denn jetzt mit Namenslisten anfangen? Und dann so, ah, okay, so kann man das umsetzen oder solche Sachen. Oder zum Beispiel, was mich auch ziemlich überrascht hat, was ja eigentlich logisch ist, aber so ein Baumkataster. Natürlich wissen die Städte genau, welche Bäume wo stehen. Aber das dann mal zu sehen und zu sagen, okay, diese Datensätze gibt es, finde ich immer wieder beeindruckend. Also so lustig fällt mir jetzt nichts ein, aber ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich mir denke, so okay, da sieht man erstmal, was heißt eigentlich dieses Daten sind überall eigentlich. Weil ja alles irgendwo gerade so landschaftlich vermessen ist. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Noch Fragen? Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Weiterarbeiten.